Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Remastered This War of Mine. Boris ist zurückgekehrt, das heißt, er darf sich jetzt erstmal schlafen legen. Er ist auch nicht besonders hungrig. Eigentlich ist gar keiner hier wirklich hungrig. Jan ist einfach nur sehr müde, weil er zwei Nächte am Stück durchschuften musste. Phil ist auch müde, der musste Wache halten. Und Alex ist krank. Ja, blöd, ne? Das heißt, wir schicken... Ach Mist, Alex hat ja eigentlich Pillen genommen. Der ist jetzt noch kränker geworden. Das ist aber nicht so cool. Dann soll Alex sich jetzt erstmal hier was reinpfeifen. Und Phil muss jetzt noch mal ein bisschen länger wach bleiben. Tut mir leid, Philipp. Aber du musst hier noch mal den Ofen beheizen. Und Alex legen wir jetzt ins Bett. Ey, so Mist. Ich habe keinen Bock, dass Alex mir wegstirbt. Das wäre irgendwie traurig. So, erstmal wieder alles aufgefüllt. Und jetzt bauen wir uns einen zweiten Ofen hier. Einen zweiten Heizkörper. Wo stellen wir den hin? Ja, neben dem Regenwassersammler. Ist ganz gut, jetzt haben wir so eine dicke Ebene. Hier wird Wasser gesammelt und direkt daneben wird beheizt. Das ist alles energietechnisch wahrscheinlich fragwürdig, aber in Kriegszeiten ist alles erlaubt. So, ja, die Leute schlafen, keiner ist wirklich super hungrig, also eigentlich ist alles gerade ganz cool. Franke könnte heute auftauchen. Mal gucken. Weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Ein bisschen Handelsmaterial habe ich jetzt ja aber wieder gesammelt. Von daher eigentlich ganz gut. Was brauche ich, um den auszubauen? Das Thermometer, genau. Und noch 5 Components. Super. Dann gucken wir erstmal, ob wir an das Thermometer rankommen jetzt schon. Ich glaube, das kostet aber auch Components, ne? Ne, nur Electrical Parts. Super. Dann machen wir das doch. Und, der Käfig hier, also die Käfige mit dem Fertilizer dauern, glaube ich, wirklich deutlich länger. Ja, Philipp. Philipp sagt's, wir haben Glück, dass es nicht so kalt hier ist. Während er gerade daran arbeitet, einen neuen Ofen herzustellen. Der weiß, Philipp weiß genau, wo der Hase langläuft. So, direkt mal wieder auffüllen. Das heißt, ich brauche Components. Ja, ich denke, Franco taucht nicht mehr auf, ist schon so spät. Was haben wir eigentlich noch so an Wasser? 25, das reicht erstmal. Ich habe ja auch noch 4 Filter. Ich kann also, wenn es sein muss, noch mal ein bisschen Wasser machen, aber ich bewahre mir das Brennholz erst noch mal ein bisschen auf. In der nächsten Nachtaktion sollte ich zusehen, dass ich wieder ein bisschen Holz sammle oder Bücher alternativ. Und wenn Boris kommt, kaufe ich ihm auch alles Brennholz ab. Und dann dürfte eigentlich erstmal alles safe sein. Ja, ich würde sagen, Phil legt sich pennen, denn Boris ist schon wieder fit. Und dann lassen wir diesen Tag einen Tag sein. Alex ist immer noch krank, der schläft natürlich, Philipp muss auch pennen, Jan hält Wache und Boris geht wieder auf Jagd. Ja, wo schicken wir ihn mal hin? Danger, 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 Caution Advised, Danger. Wir gehen ins Bordell, würde ich sagen. Was können wir da wohl mitnehmen? Ich denke, eine Schaufel können wir gebrauchen. Ein Lockpick nehmen wir mit. Und ein... Boah, nehmen wir vielleicht sogar ein Gewehr mit. A powerful weapon for short distances. Point at a person you want to hurt. Tja. Ich glaube, ich nehme erstmal das... Ich nehme das Gewehr mal mit. Und ein bisschen Munition... Und dann schauen wir mal. Vielleicht muss ich mich da ja wehren. Ich bin jetzt echt auf alles gefasst. Nach dieser Kirchengeschichte. Vielleicht werde ich auch nochmal zusehen, dass ich in der Kirche nochmal Rache verübe für diesen Mord. Das ist das erste Mal, dass Boris an so einem Ort ist. Okay, schauen wir erstmal hier links. Es ist vor allem Müll hier. Eine Handtasche. Sieht zerrissen aus. Also irgendeiner hat das da hingeworfen und er war nicht der Besitzer dieser modischen Accessoires. Das heißt, hier ist wahrscheinlich auch mal wieder ein Verbrechen verübt worden. Da unten hätten wir eine Säge gebrauchen können. Das nützt mir jetzt natürlich nichts. Das ist dann so der geheime Keller hier unten. Also wenn ich hier zurückkehre, sollte ich noch mal ein bisschen rumsägen. Dann sammeln wir das hier erstmal alles ein. Da draußen hätte ich jetzt, glaube ich, nicht hochgehen können.
Kriege ich diese Tür hier auf, von hier aus? Ja. Also kann ich nächstes Mal geradeaus durchlaufen. Da muss ich hoch, dann kann ich da hoch und kann dann hier runter. Okay, so läuft der Hase also. Da sind noch ein paar Einzelteile. Ja, natürlich will ich gerne Holz haben. Ja, und dann kriege ich es auch. Aber im Zweifelsfall nehme ich jetzt hier natürlich erstmal alles mit, was ich nehmen kann. Und dann gucke ich weiter. Schauen wir hier mal durch. Niemand zu sehen, okay. Dann ist das hier wahrscheinlich der Bordellbereich. Ja, sieht auch so aus wie so ein... Sieht eher aus wie so ein Hotel, ehrlich gesagt. Vielleicht war es ja auch so gemeint. So, dann schauen wir mal hier durch die Tür. Da steht einer. Hat der eine Waffe? Oh yeah, she knows how to handle a man. Ach so, das war ein Kunde. Okay, alles klar. Ah, der handelt. Das ist vielleicht der Zuhälter hier. Hm. Hier oben haben wir einen Balkon. Noch mehr Holz, ist auch schön. Ah ja, okay. Dann können wir hier wirklich drauf. Kann man darüber? Nee. Was haben wir hier noch? Ich meine, der Rucksack ist jetzt ja auch so gut wie voll. Oder er ist voll. Kann man hier noch irgendwas draufstopfen? Ja, immerhin. Aber ich sehe hier gerade, ich habe ja wieder ein paar unnötige Sachen eingesammelt. Das Gunpowder brauche ich nicht. Vielleicht baue ich mir doch jetzt so langsam aber sicher mal so einen Tisch. Weil eigentlich kann ich es ja gut gebrauchen. Also ich sammle so viel Gunpowder mittlerweile, dass ich es ja doch lohnen könnte. Hm. Boris, ganz geschwind springt er da hinüber. 0.30 Uhr haben wir es schon. So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr, mich hier auszutoben. Also hier kann man festhalten, liegen noch so ein paar Komponenten so rum. Ach, jetzt haben wir hier wieder Parts. Ach, Herr Jemini, dann, die gibt es einfach so selten und auf die will ich ungern verzichten, deswegen nehme ich mir die mit. Und nächste Nacht wird er bestimmt Franco mal wieder kommen. So, dann gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, was der Typ in hier so handelstechnisch anzubieten hat. Es gibt auch irgendwie keinen Modus zwischen ich gehe wie so ein Sam Fisher Verschnitt und ich renne wie ein Berserker rum. Sieht da, ich mache mich doch schon verdächtig allein vom Gehen her. Hey, ich habe da was, was dir gefällt. Show me that you wish to trade, Piotr. Ja, ich kann dir eigentlich nichts anbieten, Piotr, außer so ein paar Components. Er hat eine Broken Pistol. Ja gut, dass ich die jetzt nicht bekomme, habe ich mir gedacht. Ich krieg nicht mal eine Ammo hierfür. Ich setze mal ein bisschen Holz ein. Aha. Ja, der Punkt ist, ich brauche es einfach nicht, ne? I hope you'll change your mind, ja. Nee. This our place leave? Aber hallo? Hä? Ist doch ein Bordell. Hm. Ja, wie komme ich denn da rein? Kann ich denn von hier oben irgendwie... Ach da, da kann ich ins höhere Stockwerk klettern. So, so. Boah, der Boris hier, ganz sportlich ist er. So, dann gucken wir jetzt mal. Ah, sehr schön. Haben wir noch ein paar Parts gefunden. Ich habe jetzt auch eigentlich keinen Bock hier wild um mich zu ballern, aber... Mittlerweile bin ich doch ernsthaft zu allem bereit. So. Ja, hier kann ich nicht mehr großartig was abräumen. Von der anderen Tür blockiert das die Küche mit dem Kühlschrank. Da könnte ich mir wahrscheinlich Essen abziehen. Ja, ja, ja. Und da komme ich nur mit einer Säge weiter. Das heißt, wenn ich hier weiter möchte, muss ich mir eine Säge mitnehmen, mich dann da durchsägen. Das ist die einzige Möglichkeit.
Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Alles klar. Dann rennen wir jetzt zum Ausgang. Voll bepackt mal wieder. Und werden dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen. Das überlege ich mir nochmal. So. Tag 28. Boris ist zurückgekehrt. Mal sehen, ob wir überfallen wurden, aber es ist ja Winter und das Radio lügt nicht. Medien lügen nie. Ja, wir haben die beiden Ammos, die wir dabei hatten, verbraucht. Toll. Hm. Jetzt langsam könnte ich echt ein bisschen Ausrüstung, also wieder neue Munition gebrauchen, sollte ich mir von Dings nachher holen. So, jetzt schauen wir mal. Alex ist slightly sick. Das heißt, Alex nimmt jetzt noch einmal Tabletten und legt sich dann wieder schlafen. Phil ist sehr hungrig. Jan ist auch sehr hungrig, aber müde. Das heißt, Jan legen wir erstmal hin. Phil füllt jetzt erstmal wieder den Ofen auf hier. Dann bauen wir diesen Ofen aus. Zack. Alex legt sich wieder pennen. Beziehungsweise wir gucken mal, ob Alex nicht eben was zu essen machen kann. Nein, denn es fehlt uns an Brennmaterialien. Okay. Aber dafür haben wir vorgesorgt. Dann macht Alex jetzt erstmal 10-mal Brennholz, während er krank ist. Ach ja, der Junge wird schon überleben. Irgendwie scheinen die Fallen ja unabhängig voneinander zu laufen. Ich habe ja in beiden Fertilizer reingepackt. Und die waren, ich habe die doch beide gleichzeitig gestartet. Ist das vielleicht ein bisschen variabel? Offensichtlich. So, machen wir hier jetzt auch noch Brennholz rein. Sammeln hier das Essen ein. Jo, Franco ist da, sehr schön. Phil setzt sofort wieder was Neues ein. Ach, ist das nicht schön. Was für ein Ecosystem. Dann lassen wir Phil jetzt hier noch weiteres Brennholz produzieren. Wobei, das kann er auch gleich machen. Erstmal geht Phil handeln. Zack, Tür auf. Ja, ich weiß, dass es gefährlich ist. Jetzt stelle ich mir nicht so an. Alles schlecht gelaunt hier. So, Munition kaufen wir. Wir kaufen Brennelemente. Was biete ich ihm denn? Also, erstmal gibt es Moonshine. Es gibt Diamanten. Very generous. Das heißt, ich habe noch Spielraum. Kann mir hier noch was gönnen. Ja, das war ja klar. Vielleicht nehmen wir noch mal ein bisschen Holz. Ein Stück Holz, toll. Ja, machen wir es erstmal so. Dann würde ich eigentlich gern medikamententechnisch ein bisschen vorsorgen. Aber das wird wahrscheinlich extrem teuer sein. Und... Na gut, aber... Ja, geil. Das können wir doch machen. Hä? Hatten wir nicht gerade einen Deal? Was habe ich denn jetzt gerade geändert? Ich habe gerade irgendwie nicht richtig hingeguckt. Hä? Hab ich den Alkohol weggenommen? Ah, okay. So war's. Okay, alles klar. Mhm. Haben wir die klar gemacht? Dann, wie viel kosten Bandages? Vielleicht kann ich ihm ja dafür die Broken Guitar andrehen. You gotta be kidding me. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe ja noch hier zwei Tobacco-Pflanzen und eine Zigarette. Wie? Das reicht dir nicht. Ah, dann geben wir noch ein Essen dazu. Und dann sind wir auch, denke ich, zufrieden. Und er hatte kein Wasser dabei. Ne? Auch interessant. Also Wasser scheint immer noch knapp zu sein. So, Alex steht da die ganze Zeit. Hätte schon längst was kochen können. Es tut mir leid, Alex. Mach direkt mal 4 Mahlzeiten. So, Phil geht nochmal kurz ans Radio. Wir checken mal ab, was so los ist. Ob es was Neues gibt. Ob der Winter vielleicht bald vorbei ist. Okay, also die Friedenshüter oder Friedenstruppen werden jetzt erstmal hierher geschickt in den nächsten 2 Wochen. Sehr schön. Also für uns jetzt nochmal die Bestätigung. Es scheint sich doch langsam zum Besseren zu wenden. Immer noch Wasserknappheit. Und ja, immer noch, dass der Winter da ist. Naja, okay.
24 Grad haben wir, super. Also, das funktioniert alles wunderbar hier. Phil kann sogar noch mal ein bisschen Brennholz einfach schon mal vorbereiten. Da haben wir es. Alex hat gleich fertig gekocht. Kann sich dann was zu essen gönnen. Und sich dann auch direkt in die Haia begeben. So. Und nein, oh Gott, jetzt hätte ich es fast wieder getan. Habt ihr es gesehen? Ich fast das Bett zerlegt. Und dann auch noch den kranken Alex das Bett zerhacken lassen. Das kann ja nicht gesund sein. So, Boris ist ausgeschlafen. Kann sich jetzt was zu essen reinziehen. Jan ebenfalls. Ab nach oben. Und Phil ebenfalls. Könnt euch alle anstellen und nach am Herd. Denn woanders kann man hier nicht essen. Könnt ihr euch dann euren Kram reinziehen. So. Phil geht auch in den Sessel. Jan holt sich was zu essen. Sehr schön. Was ich jetzt nochmal nachgucken wollte, ich habe ja diesen Helm vor kurzem gefunden. Ich glaube in der Schule war das ja. Ob ich den nicht irgendwie mal ausbauen kann. Schauen wir mal. Jetzt fehlen mir Components. Okay, ja, ist doch schon mal gut. Also ich brauche Components, dann kann ich mir auch diesen Schutzhelm bauen. Das mache ich doch dann. So, jetzt setzen wir uns aber erstmal hier hin. Spielen wenig Gitarre. Während Alex oben seine Krankheit ausschläft, ausschwitzt. Traumhaft. Und beenden diesen Tag. Und ich denke, wir beenden auch diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen und bis demnächst.